Grüße, Nephalem. Ich kann. Na, das klingt ja gut. Ist ihr jetzt schon da? Also, wenn ihr dann Bock habt, dann können wir das gerne machen. Ich habe jetzt mal rumgefragt, wenn sie sonst weiter keinen gefunden hat. Dennoch, der Bianca ist auch nicht da, ich glaube, merkt man, wer weiß, was sie da macht. Ansonsten würde ich halt sagen, könnten wir den 21.15 nehmen, dann sind wir um 10 dran. Ach nee, warte, das war jetzt die falsche Liste. Den um 21 Uhr, dann sind wir 21.45 Uhr da. Und vielleicht ist ja dann noch Kurs. Ansonsten zurück fährt ja bis 3 Uhr scheinbar was. Das kann man echt machen, finde ich. Ich muss zurückkehren. Was spielt es schon für eine Rolle, wenn einige meiner Waren von toten Soldaten? Nichts auf. Oh.
Geduld. Stärke kehrt zurück. Nur Spreu im Winde. Sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Thank you.
Stadt zurück. Gepriesen sei Akkarat. Welch eine tapfere Sicht. Man kann nicht immer gewinnen. Mein Volk ist verloren. Tatenmoin. Der junge Kommandant Calderos glaubt, dass die dämonische Geißel vor einer Darbietung rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. Er hat vor, morgen einen Angriff von unseren Befestigungen auszuführen. Calderos kann gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Jungs mit ihm ziehen lasse. Thank you.
Kreuzzug hält nichts auf. Leider nicht tun. Nicht bereit. Ja.
noch nicht. Stadt zurück. Gut. Segen des Lichts. Wir stehen an der Schwelle zu einer unfassbaren Dunkelheit. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ich habe den Anfang mit. Zurück.